Gerade ging es um Daisy und jetzt um Breaking Bad. Breaking Bad sollte jedem ein Begriff sein. Die Serie, die anfangs eher unbekannt war und in Amerika um Zuschauerzahlen kämpfen musste, wurde zum Schluss ein Mega-Hit, unter anderem wegen zahlreicher Awards. Jetzt soll die Serie nach Deutschland kommen, allerdings nicht als übersetzte Version, sondern eher als kopiertes Konzept. Das beim Volke geliebte und freiwillig gezahlte ZDF hatte die großartige Idee, sein eigenes Breaking Bad zu basteln. Anstatt Crystal Meth wird allerdings Falschgeld hergestellt. Das ist schon christlicher als Drogen. Immerhin betrügen ja selbst die Reichsten der Reichen mit Geld. Ein arbeitsloser Grafiker ist also der Hauptcharakter, der aus Geldnot die Scheine einfach selbst druckt und wenig später in Kontakt mit der Mafia kommt. Maximal 4 Folgen soll es erstmal geben. Eine Miniserie für den Samstagabend mit dem vielversprechenden Titel Morgen höre ich auf. Aber ihr habt noch nicht den Knaller dieser Meldung gehört. Hauptdarsteller ist kein anderer als Ex-Spaßmacher Bastian Pastewka. Durchaus eine logische Wahl ist doch der Originalstar von Breaking Bad, Bryan Cranston, auch vorher in eher lustigen Rollen zu sehen gewesen. Was kann da also schiefgehen?